Kreation. Tutorials. So, hallo hier zu dem Tutorial, zu dem beschleunigten Video, und zwar über den Energieball. Ja, das ist ich schätze mal, das ist die einfachste und schnellste Art, sowas zu machen. So, als erstes fangen wir damit an, dass wir hier unten bei den Layern den Background einfach löschen. So, gut. Dann kann es auch schon losgehen mit dem Energieball. Wir brauchen den Pinsel, Brush Tool. Falls der bei euch noch nicht ausgewählt ist, macht ihr einfach bei dem Feld hier einen Rechtsklick und klickt das Brush Tool an. So, dann brauchen wir natürlich eine Farbe. Das machen wir, indem wir hier raufklicken, auf die erste natürlich. Und dann suchen wir uns einfach was Schönes aus. Was nehme ich diesmal? Ich nehme diesmal was eher ins Lila geht. Okay. Dann nehmen wir die ganz obere rechte Ecke. Okay. So. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal eine andere Größe. Bei mir wären das so ungefähr ein bisschen mehr noch. Das weiß ich wieder zu viel. Pixel. Und dann klicken wir hier unten auf das Tool. Und dann machen wir einfach einen Linksklick und klicken noch ein paar Mal, so dass es auch wirklich einen ordentlichen Schein hat. Und dann gehen wir wieder auf die Farben und dann gehen wir ein kleines Stückchen weiter, so dass die Farbe sich verändert. Okay, machen das Pinsel ein klein wenig kleiner, so ist der okay. Gehen wieder ungefähr so, dass es in der Mitte ist. Machen das, dass man es sieht. Dann wiederholen wir das einfach so oft, wie wir wollen. Ein bisschen weniger noch. Ah, so passt das. Und auf jeden Fall immer bei jedem Mal mit den Pixeln weniger werden. Also mit der Größe. Okay, und jetzt noch ein schönes Weiß. Das finde ich jetzt gerade ein klein wenig zu extrem. Das muss man für sich auch selber dann sehen, wie das gut aussieht. Ich lasse es jetzt einfach so. Okay, dann geht es weiter zu diesen elektrischen Strahlen. Das geht natürlich auch ganz einfach. Dann machen wir die Brush-Größe, lassen wir alles so und verändern die Größe nur auch so. So um die 40 Pixel. Müsst ihr gucken, wie es euch gefällt. Nehmen genau 40 und dann wählen wir hier unten das Smooch Tool aus, oder im Deutschen auch Wischfinger. Falls es bei euch wieder nicht ausgewählt ist, wieder Rechtsklick. Da ist dann das Blur Tool, das Sharp Tool und das Smooch Tool. So, okay. 40 hatten wir gesagt. So, okay. Und dann fangen wir einfach an, von der Mitte aus so in Schlenkerlinien, indem wir die linke Maustaste gedrückt halten, das hochzuziehen.
macht das diesmal nicht so schön. Einfach irgendwie in Schlenkerlinien. Ah. Und möglichst so, dass die Finger vielleicht leicht sind, getroffen sind, aber wirklich nicht zu viel. Sonst sieht es natürlich sehr unrealistisch aus, wenn die Finger mit verzogen sind. Okay, das sieht jetzt nicht so toll aus, aber es ist ja nur zum Zeigen. So, okay. Und jetzt kommen wir zu den Linien hier oben. Die habe ich im gleichen Prinzip gemacht. Suchen wir uns wieder eine schöne Farbe raus. Okay. Und dann lassen wir das Tool. Ah, ne, vielleicht ein klein wenig größer. Ich mach's mal auf 58. Und dann machen wir hier einfach ein paar Punkte hin. Ah, ich denke auf 100. Und die machen wir auch so, als wären es Linien, da wir das ja gleich verbinden. Und das machen wir jetzt so eine Art Schlangenlinie. Okay. Und dann gehen wir wieder auf diese Swatch-Tool, also auf den Wischfinger. Schauen, dass es ein klein wenig kleiner ist. Ja, ich mache jetzt hier mal 43 Pixel. Und halten einfach gedrückt und ziehen das durch unsere Linie durch. So, und das war's damit auch. Und dann natürlich noch diese Partikelchen, die kleinen. Dann nehmen wir eine noch blassere Farbe. Ihr könnt euch natürlich alle Farben aussuchen. Ich nehme da jetzt noch blassere. Ich mache die kleiner. Ja, so ist okay. Und dann nehmen wir nicht das Wischtuch. Das wäre jetzt mein Fehler. Wir nehmen wieder den Pinsel. Kleiner. Ja, ich würde so sagen 30 bei mir. Und dann machen wir die einfach dahin, wo sie authentisch aussehen und wo sie uns gefallen, hier zum Beispiel zwischengehen. Passt möglichst auf, dass nicht immer sich so zwei zusammenziehen, dass die so zu dicht aneinander sind. Das sieht dann nämlich doof aus. So, und das war's auch schon. Wir können es uns ja nochmal vom Näheren angucken. So sieht das Ganze dann aus. Nichts Besonderes, geht ganz schnell, aber ich finde, es sieht gut aus. Okay, und dann, wenn wir das haben, können wir auf File und Save As gehen. Und dann natürlich ganz einfach als PNG, JPG und gewünschter Name und Speicherort. Gut. Bitte abonnieren, kommentieren und Daumen hoch.